Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten. Genau, das sehe ich auch so. Wir müssen den elenden Bastard töten. Wir sind heute hier, um eines Mannes mit einer Vision zu gedenken, der die Welt verändern wollte. Und so, warte mal. Was war das jetzt? Verändern. Seht euch auf. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns, oder sie finden den Tod. So. Er schickte mich fort. Damals, in Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande, den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt, dein Dorf und seine Bewohner, alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Das kennt ich den ganzen Tag. Bah. Du hast sowieso keine Chance. Bam. Reagierst es, lass die Waffe liegen, Mark. Bam. Wirklich, dass du mich von hier kriegst? Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Hm.
Also man scheint im Hafen, nicht wahr? Das am besten so schnell wie möglich. Aber wir sind immer noch halbwegs verschwommen. Mehr hätte ich nicht erledigen können. Auch gut. Warum bin ich auch nicht weitergelaufen? Los, Jungs, komm! Alter, ihr dummen Affen. Da wir auch noch den Rest schwimmen. Auch okay. Ist ja auch nicht so, als wenn es eine Ewigkeit dauern würde. Nicht erreicht. Gut, dann gehen wir halt hier hoch. Sollte ja nicht so schwer sein, ne? Na, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite rüber. Da hinten muss ich auch noch hin. Oh nein, du kommst sofort zurück! Na dann! Oh nein, du kommst sofort zurück! Hey, was glaubst du, wo wir hingehen? Dich hole ich mir! Wie, was? Kann noch nicht mal entdeckt werden? Das ist ja Schiete. Schiete aber machbar. Jungs, er läuft weg! Willst du etwa fliehen? Wo willst du hin? Hm? Komm hierher zurück. Jungs, er läuft weg. Willst du etwa fliehen? Er ist so gut wie tot. Och Mann, das ist doch scheiße. Na gut. Dann anders. Diese hier sollten euren Vorstellungen genügen. Da liegt ihr falsch. Sie sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Wir haben keine Zeit. Nein, bitte. Wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still, Hund! Eure Ware ist nutzlos für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Aber nur vielleicht.
okay. Muss ich auch noch nach da hinten hin? Stopp! Sie wurden entdeckt. Ich hätte ihn auch runterschubsen können. Schnuppe jetzt. Jetzt muss ich nämlich erstmal nach da hinten irgendwie hin. Ja, genau. Alter, soll ich sie vielleicht noch abknallen? Bleibt mir ja nichts anderes übrig, so wie es aussieht. Muss ich jetzt eigentlich bloß warten, bis er dort oben wiederkommt. Sie wurden entdeckt, ja genau. Der kann doch sowieso keinen Alarm mehr schlagen. Aber verstehe das eine. Bekanntheit grad, sie sind inkognito. Genau. So. Entdeckt wurde ich nicht. Sehr schön. Somit sind zwei hin, die mich stören könnten. Da kommt auch schon der nächste.